Wir sind die Denkmantor-Künstler. Es ist Zeit, 30 Jahre Denkmantor zu feiern und zu präsentieren. Es ist eine koreanische Kampfkunst und hat sich aus dem koreanischen Volkssport zur internationalen Wettkampf ausgebreitet und zu einem modernen Wettkampfsport bis hin zu den Olympischen Spielen. Der Taekwondo-Verein St. Pölten feiert heuer 30-jähriges Jubiläum. 1993 gegründet ein Mann mit dem fünften Dan. Meine Damen und Herren, Applaus einmal für den Gründer Karl Edlinger und Andreas Neureuther. In der Zwischenzeit gab es 3 Kampfsportgalas, viele Demos, 130 Landesmeister, 64 österreichische Meister, 77 erste Plätze bei internationalen Turnieren und eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft 2007. Und das ist mindestens auch einen Applaus wert. Ich darf euch die heutigen Protagonisten vorstellen. Beginnen wir mit Grün und Blau. Heute sehen wir auf der Bühne Victoria Breito, Maya Matreiter, Emilia Matreiter, Sophia Flörl, Jonas Breitfuß, Luki Höller, Johanna Petz und, Applaus für die Jungen, Manuel Meyer. Und die Großen sind eine Dame, Nathalie Weigel, erster Dan, Dino Hatzigacic mit dem ersten Dan, Sophia Kreucher, erster Dan und der Chef Karl Edlinger. Meine Damen und Herren, wir beginnen in Kürze mit dem ersten Programmpunkt. Es ist das Aufwärmtraining für die Kleinen, die Großen von morgen mit Nathalie Weigel und wir sehen auf der Bühne Emilia und Maya Matreiter, Sophia Flörl und Victoria Breito. Ich bitte um die Musik und einen großen Applaus für die kleinen großen Damen. Dankeschön, Nathalie Weigel mit der Emilia, der Maya, der Sophia und der Victoria.
Der nächste Programmpunkt ist ein Polstertraining. Da wird die Treffgenauigkeit und die Schlagkraft der Technik geübt. Der Karl Edlinger mit dem Dino und mit der Sophia und mit dem Manuel. Und wie gesagt, der Dino und Sophia sind im Besitz des ersten Tanz. Dann würde ich sagen, musikfrei, und begrüßen wir den Chef selber, Karl Edlinger, mit Dino, Sophia und Manuel. Und immer eine Portion Applaus. Dieser Karl Edlinger, der muss Vertrauen haben in seine Schüler. Er ist übrigens Besitzer vom schwarzen Gürtel, Dan Nummer 5. Und die Insider wissen ja, es gibt davon 10. Und den 10. bekommt man dann, wenn man schon gar nicht mehr auf dieser Welt ist. Also Karl Edlinger, der ist schon ganz, ganz vorne mit dabei. Weiter geht's mit Teguk, Johanna Petz. Die Leistungsstufen im Taekwondo werden mit Gürtel bewertet. Ihr müsst wissen, es gibt 2 gelbe, grüne, blaue, braune und rote Gürtel. Die Krönung ist der schwarze. Und wir freuen uns auf Johanna Petz. Schön, Johanna. Wir kommen zur nächsten Präsentation. Hanbon Kyryogi, Nathalie Weigl und Sophia Kreucher. Und diese Übungen dienen vor allem als Vorstufe zur Selbstverteidigung. Und lasst mich noch eines sagen: Taekwondo beginnt beim weißen Gürtel, geht über gelb, geht über grün, dann kommt blau, dann kommt braun und dann rot und zum Schluss natürlich der schwarze. Bitte schön, die Damen. Wir kommen zur nächsten Vorführung. Der Chef selber, Karl Edlinger, dann vorm Choreo. Lassen wir uns überraschen. Der Meister himself freut sich über einen Applaus über 30 Jahre Taekwondo in Saalfelden. Applaus.
Nadel, bleib bitte kurz hier. Bleib kurz noch in der Mitte stehen. Lass mich noch ergänzen. Er hat 2022 das Sportehrenzeichen in Gold vom Landeshauptmann Dr. Wilfried Hasler bekommen, der Wirtschaftskammer. Er ist Lizenzkampfrichter und Karl Edlinger hat zum Beispiel von 1984 bis 1990 etliche erste und zweite und dritte Ränge national und international erlebt und natürlich eingeheimst. Er ist Drachenflieger, Hobbyfotograf, Computerexperte und ein sympathischer Mensch. 37 Jahre, Taekwondo, Karl Edlinger. Wir freuen uns auf die nächsten Damen. Nathalie Weigl und Sophia Kreucher machen mit einem weiteren kurzen Demonstrationsblock in Sachen Taekwondo, in Sachen Selbstverteidigung. Schauen wir uns das gerne an. Bitte schön. Yeah, we're having fun. Oh yeah, I'm gonna be a big star. I'm gonna lay it on and go woo-ha. Cause when the moon gets excited, come on, everybody's coming, everybody. Nathalie Weigl und Sophia Kreucher, die Selbstverteidigung. So, jetzt werden wir zwei Landesmeister sehen, zwei Salzburger Landesmeister. Das ist der Dino und der Manuel. Und die führen euch zur Demonstration vom Freikampf. Hier wird nicht wie im Wettkampf mit aller Kraft zugeschlagen, sondern man ist ein bisschen eingebremst, unter Anführungszeichen. Da gibt es dann noch die dementsprechende Schutzkleidung und wir freuen uns auf diese Demo und Applaus für den Dino und den Manuel, beide Salzburger Landesmeister. Dankeschön an die Salzburger Landesmeister, der Dino und der Manuel. So, wir machen jetzt einen Break sozusagen und kommen zum Bruch. Nämlich, es werden einige Bruchtests jetzt demonstriert. Und zwar werden ein oder zwei Bretter zerschlagen oder durchgeschlagen. Und für einen Stoß oder einen Schlag gibt es im Taekwondo einen Spezialausdruck. Und das heißt einfach Chagi. Freuen wir uns auf Lukas Höller. Und freuen wir uns auf Johanna Petz. Lukas Höller wird zwei freihängende Bretter mit der Faust zerschlagen. Und Johanna Petz wird ein Jubchaki sehen. Das bedeutet einen Seitwärtsfußstoß. Also das wollen die beiden hier demonstrieren. Damit das gut geht, brauchen wir einen Applaus, als ob hier 10.000 Menschen sitzen würden. Ja, Jubchaki, Johanna Petz, Luke Heller.
Ja, so geht die Geschichte, Lukas. Dankeschön an die Johanna, dankeschön an den Lukas. So, demnächst auf der Bühne zwei starke Damen, Sophia Kreucher und Nathalie Weigel. Sophia zeigt euch einen Nero-Chucky, einen Halbkreisschlag von unten, und Nathalie Weigel einen Sprung-Up-Chucky, einen Vorwärtsfußstoß im Sprung. Da brauchen die jede Menge Applaus, dass das funktioniert. Ja! Großartige Geschichte! Sophia Kreucher und Nathalie Weigel bekommen Hände nach oben! Hände nach oben! Großartige Geschichte! No time for weakness, for hesitating. Die nächsten beiden. Manuel zerschlägt nun zwei Bretter mit der Handkante. Und der Tino versucht einen Di Dolio Chucky gesprungen. Das bedeutet in Deutsch einen Halbkreis-Fußtritt rückwärts. Yes, sir. Mit einem Di Dolio Chucky. Die nächste, Emilia Matreiter, Fauststoß mit der Handkante. Emilia Matreiter! Die nächste, Sophia Flörl mit einem Nero Chucky. Ja, Sophia Flörl. Und eine haben wir noch. Maya Matreiter mit einem Dolio Chucky. Großartig, großartig. So, liebe Leute, das war eigentlich die Vorführung von 30 Jahre Taekwondo Verein in Saalfelden. Alle zu mir auf die Bühne, alle bekommen einen mächtigen Applaus, oder? Die Jugend, der Meister, die Landesmeister, die Staatsmeister. Und vielleicht kann der Phil mir noch ein bisschen Musik einspielen und ich frage mal in eine Runde. Heute alles gut gewesen oder ein bisschen nervös? Bisschen nervös, aber alles tut's gut. Schon eine Freundin? Vielleicht.
Scheider Bursch, Applaus einmal, oder? Ja, servus! Wen haben wir denn da? Wie heißt du? Victoria! Victoria, wie alt? 7 Jahre alt. Bist sicher? Ja. Okay. Lieblingsessen? Spaghetti! Gut, Applaus einmal für die Victoria! Hey, wen haben wir hier? Emilia Madreiter. Emilia, grüß Gott, die Madreiters, gell? Leoganger Fernseh, glaube ich, nach Saalfelden. Sonst auch Sportlerin, nicht nur Taekwondo? Fußball. Fußball, oder? Applaus einmal für die Fußballerinnen. Servus, und du? Ich bin die Sophia. Freut mich sehr, Sophia. Schule, alles gut? Ja. Was ist schöner, Ferien oder Schule? Beides. Sehr schön, haben wir gedacht. In diesem Alter sind ja alle Lehrer noch nett und natürlich begehrt. Sie hat keinen Applaus bekommen, oder? Habe ich nichts gehört. So, und eine haben wir noch. Maja Madreiter. Was wünschst du dir für diesen Sommer? Frieden und Freude. Oh, Applaus dabei. So, die nächsten Namen. Nathalie. Sophia. Hallo. Und Dankeschön. Liebe Leute, ich möchte euch noch eines zum Schluss sagen. Wer Lust bekommen hat auf Taekwondo, der kann das. Die Trainingszeiten mit Karl Edlinger, guter alter Freund schon. Wir haben ja die ganzen Galas und die Vorführungen zusammen bestritten. Die Dienstag in der Volksschule in Lenzing, 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Donnerstag sind wir bei euch hier in der Mittelschule in Saalfelden am Bahnhof. 18.30 Uhr bis 20 Uhr und alle Informationen findet ihr unter der Website www.taekwondo-saalfelden.at. Zum Schluss sage ich, wünsche euch ein tolles Stadtfest, gesund bleiben und Servus in Saalfelden. Dankeschön! Sebastian, zu dir! Ja, danke dir, Bernd. Ich wollte auch noch mal kurz mit dem Karl Edlinger ein bisschen reden. Das ist ja. Karl, ein sensationelles Team. Ich glaube, ich gehe mal auf die Seite, damit man da die Matten inzwischen schon mal abbauen kann. Gratulation nochmal an deine ganzen Damen, Herren, Mädels und Jungs. Was ihr da auf die Beine gestellt habt, war richtig, richtig, richtig toll. Danke dir. Richtig toll. Und 30 Jahre hast du diese ganze Mannschaft hier aufgebaut. Wir haben eine kleine Überraschung heute für dich, lieber Karl Edlinger. Deswegen darf ich kurz einmal den Bürgermeister Erich Rohrmoser und den Vizebürgermeister Sportstadtrat Thomas Aslinger zu mir auf die Bühne bitten. Du weißt aktuell noch nichts, gell? Es ist gemein. Bleib noch bei mir auf der Bühne, denn die beiden Herren kommen mal kurz herauf. Die haben etwas mit für dich, weil du dich so engagierst in deinem Verein jetzt schon seit 30 Jahren. Thomas Hansinger, Vizebürgermeister, Sportstadtrat, Bürgermeister Erich Rohrmoser. Ihr kennt euch wahrscheinlich schon, gell? Erich, ich darf dir das Mikrofon übergeben. Was hast du denn da Schönes mit heute? Naja, zuerst einmal einen schönen guten Abend. Danke für die tolle Veranstaltung und für diese tolle Performance, was ihr uns da gezeigt habt. Das zeigt eigentlich, wie vielfältig die Stadtgemeinde Saalfelden und die Stadt Saalfelden in sportlicher Hinsicht ist. Karl, 30 Jahre Taekwondo, den Verein, was du gegründet hast. Du bist immer noch aktiv, seit 37 Jahren, ein sportliches Taekwondo-Urgestein. Und wir haben das zum Anlass genommen, dich zu ehren. Und ich denke, das ist ein würdiger Rahmen, dass man an Karl für 30-jährige Obmannschaft und 30-jährige Tätigkeit ehren. In dieser Zeit, und das ist uns besonders wichtig, sind sehr, sehr viele Kinder, Jugendliche, junggebliebene, sicher die Damen drüben, die sich auch mit diesem Sport identifizieren. Du hast mit deinem Team zahlreiche Erfolge und du selber auch, die unbeschreiblich sind. Und für dein Engagement dürfen wir dir das goldene Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Saalfelden erreichen. Ich wünsche dir noch viel sportlichen Erfolg, alles Gute und herzlichen Dank. Sag
gesagt dafür, es war gar nicht so einfach. Weil wir haben gesagt, wenn der Karl eingeladen wird zu einem so einem Ehrenakt, dann sagt er, nein, ich mag das nicht, ich will das nicht. Und darum haben wir gesagt, wir müssen das verpacken. Wir müssen das verpacken, wenn jetzt ein Verein auftritt und es gibt da ein paar Helferlein im Hintergrund aus deinen Reihen, die was uns da tatkräftig unterstützt haben und alles haben dicht gehalten, keiner hat was verraten und somit haben wir das geschafft und haben die auf Deutsch gesagt überlistet und darum hast du heute das Ehrenzeichen gut gekriegt. Gratuliere nochmal.